Hallo. Heute fahren wir mal mit dem kleinen Johnny los. Heute machen wir was ganz Verrücktes. Ich habe den gerade aufgetankt, ein bisschen hier gefegt und ein bisschen Scheiben geputzt. Ist nicht ideal geworden. Eben nur mit Wasser drüber, mit der Bürste. Jetzt fahren wir zu Markus. Und dann wird das verrückt. Ihr werdet es schon sehen. Was bei so einem kleinen Tacker natürlich praktisch ist, so auf gerade Bahn, aber man eben Zeit, kann man eben den Oberlenker mit Rostöl einsprühen. Nee, Spaß beiseite. Aber den Oberlenker brauchen wir gleich. Soll ich euch aufklären? Nö, gleich. Da steht Markus ein Tacker. Vorne haben wir Markus sein Packer. Und was hinten dran ist, ratet. Ja, Markus, dein Frostflug. Gerade ohne Rad. Er ist ja gerade noch eben mit hin zur Werkstatt. Da muss er eben Flicken drauf oder was. Hoffentlich kriegen wir das fertig. Ja, wir müssen bei ihm dann ein bisschen flügen. Rollen. Ups, das erste Stück ist schon um. Also hier hat er so einen kleinen Keil, den er ab und zu mal ackert, der Markus. Ups, der ist irgendwie schon um. Ich war so in Brass, habe ganz vergessen zu filmen. Auf jeden Fall, der gegröbste Einstellen haben wir ihn fertig. Da hat Markus vorhin noch getellert, Körner mal Stroh. Jetzt macht er das hier eben gerade und dann fahren wir zu seinem anderen Stück und machen das auch noch eben über Kopf. Ja, machen wir sozusagen einen schönen Tag von. Das ist für uns beide so wie Urlaub. Ja. Er hat eine Tellerwalze, Tellerwalze wollte ich schon sagen. Tellerscheibenegge mit Dachringwalze zum Ausprobieren. Ja. Zum Vorgewende gerade machen. Natürlich Top-Teil. Ja. Unser kleiner Trecker, das erste Mal in seinem Leben vom Flug. Grubbern kennt er, das kann er auch. Kreisellen tut er manchmal und ja, Doppelpacker ist von Winov, also vom Güllefass Winov. Wir gucken mal eben, irgendwo stand das hier, da. 90er Ringe, Arbeitsbreite müsste 1,30 Meter sein. Dann der kleine Johnny. 62,30 und der 3 Scharf Frost Mosel Flug von Markus. Ohne Vorsteller, die habe ich ja mal umgebaut zum Kubota Flug. Dafür mit Einlegehände und wieder mit Reifen, der war ja vorhin ab. Muss eben irgendwie geflickt werden. Ja, ich meine 1,20 Meter Arbeitsbreite. Messen wir gleich alles nach auf dem großen Stück. Ja, schockt. Er will da ziehen wie Sau. Er zieht den auch gut. Er könnte auch 4 Schar ziehen, wenn ich einen 5 Schar mit diesem Körper. Er hat ja auch 100 PS oder was. Ja, schön. Da reden wir schon lange von, das mal zu machen. So, er ist auch gleich fertig. Er macht hier noch einmal dran lang, weil ich da angefangen bin und eingestellt habe. Ansonsten hat das 100%ig funktioniert mit meinem Einstellen bisher. Feinschliff mache ich gleich, wenn Markus mal fährt und ich, dann laufe ich mal hinterher und gucke. Er ist mit seinem MX am Start, so wie immer. Und eine Multidisc 300. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Hersteller das ist, oder kann ich euch nicht sagen. Ja, große Dachringwalze hinter, schönes Teil. Markus ist ein ganz bisschen schneller als ich. Dieser Johnny, der fährt auch Strich 40, der fährt auch wirklich nur 40. An der Straße stehen ja manchmal diese Schilder zur Selbstüberwachung und Selbstdisziplin. Sie fahren, Punkt, Punkt, Punkt. Und bei diesem sind das wirklich genau 40 km/h bei Endgeschwindigkeit. Mit unserem großen ist es etwas mehr, irgendwo um 42,5 oder 43. Da bewegt sich das irgendwo. Ja, bisschen ungewohnt mit so einem Doppelpacker rumzufahren.
aber zu schwer ist der nicht. Der hängt halt weit vorne raus. Der Flug, überhaupt kein Thema für diesen Trecker. Ja, und ich wollte gerne einen Aufruf starten. Das ist der Frost Mosel. Und falls, ich weiß, dass sehr schwierig ist und ich weiß nicht mehr, ob die gebaut werden, die Frostteile, ich glaube nicht. Falls irgendwer jetzt so ein viertes Körperpaar rumfliegen hat zu verkaufen, weil das ist ein 3+1, da ist hinten Flanschmann, da kannst du noch einen Char mehr dran machen. Also falls das einer hat, dann gerne bei mir melden. Wir würden den gerne, also Markus, würde den gerne auf 4 Schare erweitern. Wenn sich das mal ergeben sollte. Ansonsten bleibt das so und für große Flächen helfe ich ihm dann aus. Aber so wie heute, wir müssen jetzt gleich noch 2,5 Hektar, soweit ich weiß. Und ja, ich wollte immer schon mal wissen, wie dieser Trecker sich so mit so einem Flug macht. Und bisher bin ich ziemlich begeistert und habe meinen Spaß. Und dann nimmt man sich doch auch gerne mal so einen Nachmittag Urlaub mit seinem Kumpel hier. Er freut sich auch, dann kann er tellern und was weiß ich. Ja, dann probiert man das mal aus. Ja, das ist so richtig Downsizing. Wobei ich nicht glaube, dass wir Energie sparen. Aber egal, muss auch mal sein. Das ist die EDA-Rechnung. EDA? Ja. Kennt ihr die EDA-Rechnung, wenn etwas E da ist, um es zu benutzen? Darum geht's, ne? Ja. Also, nur mal so, wir pfeifen hier mit 9,1 km dran lang und dem Trecker ist das sowas von egal. Naja, hat doch 100 PS. 62,30, 3 Scharflug. Unterfordert bis zum Abweg. Aber auch mit so einem kleinen Flug kannst du was schaffen. Natürlich fahren wir jetzt auch ein bisschen heftig schnell, aber naja, geht wohl. Ich will nachher auch nochmal von außen filmen oder Markus, dann muss er fahren oder ich filmen. Oder er filmen, was er will. Ja. Ganz cool. Aber ein Vierschar wäre auch überhaupt kein Thema. Könnte er so ziehen hier. Dann wäre er dann 1,60 Meter Arbeitsbreite, das hier ist 1,20 Meter. Ja. Aber auch hier, Kölner Maestro hat er eingegrubbert mit der Telleregge. Und ja, da wird er auch mit fertig. Wundert mich, das war eine richtig dicke Matte. Aber er wird, buddelt das auch gut unter. Sicher, der Quenneland von uns hätte das noch ein bisschen Tick schöner, aber auch so geht's auch. Wir kommen ja nochmal mit Kreissäge. So, was hier ein bisschen nachteilig ist, keine Ausklinkeinrichtung. Das heißt, ich fahre jetzt hier bis ans Ende, heb dann hoch, damit der Packer ausklingt. Ja, quietsch, quietsch. Jetzt fahre ich aber genau dieselbe Wende wie mit dem großen Flug. Dreh den Flug. Das geht übrigens super. Wundert mich. Und dann muss ich da möglichst ja, nahe wieder rein, damit ich den Packer noch mitkriege. Das ist irgendwie ungewohnt. Geht aber. Das ist kein Wellenuntergang. Und dieser Doppelpacker, der ist sackschwer. Also für den Flug ist er eigentlich fast zu schwer, würde ich behaupten. Oh ja, hier ist ein Buckel drin, den muss ich eben rausmachen. Ja, aber geht alles. Schockt auf jeden Fall mal. Da weiß dieser Trecker auch mal, was Flügen ist. Die Regelhydraulik, die stand noch nie auf Zugkraftregelung. Und es staubt sogar noch zwischendurch. Machst du nicht glauben. Naja. So. Fürs Protokoll ist einigermaßen gerade. Jetzt fährt Markus. Oh oh. Das schaffst du. Niedlich. Echt niedlich.
Aber irgendwie auch mal cool. Da kommt er. Ja, wir halten ihn reell da durch. 25 cm sind wir. Und ja, wie gesagt, er macht 9 km/h, der Trecker. Bei 1800, 1900 Motorumdrehungen. Ja, macht sich gut. Doppelpacker. Ja, gut rückverfestigt ab und zu. So wie hier. Nochmal ein bisschen Maisstroh an der Oberfläche. Aber ja, ich würde behaupten, dass es nicht unbedingt alles weg wäre mit unserem Quenelandflug. Ja, reicht, passt. Schön. Macht auch Spaß. Hälfte von diesem Stück haben wir jetzt um. Mal so grob über den Daumen gerechnet, haben wir gesagt, schaffst du mit dem Dreischaffflug, der 1,20 Meter Arbeitsbreite hat, 0,65, 0,7 Hektar pro Stunde bei einem guten Stück. Haben wir jetzt so mal bei dieser Fläche, die ist kantig und gerade, gerechnet, das müsste hinhauen. Also müssten wir hier noch ungefähr, ja, 1,5 Stunden was zu pflügen haben. Das ist Downsizing. Aber auch damit kann man vernünftig pflügen. Gibt's nix. Sagt er, keine Ausklingeinrichtung, da muss man so ein bisschen tricksen am Vorgewende. Aber so drehe ich ja sowieso um. Drehen tut das Ding echt zuverlässig. Ja, toll. Hat sich mal nichts gesagt. Passiert. Muss ich sagen, ein atemberaubendes Tempo drauf, wenn ich mir das so begucke. Aber der Kleine, der geht da gut mit ab. Und flügt auch sauber. So macht das Spaß, auch wenn es länger dauert. Was man dazu sagen muss, wenn man auf Flügen keinen Bock hat, so Markus mag das zum Beispiel auch nicht tun, sagt er, dann ist es mit so einem Dreischer natürlich die reinste Qual. Das Stück wird nicht kleiner. Irgendwann. Aber lange Zeit nicht. Wenn man dann so einen Fünfscher hat, wie wir zu Hause, ist das natürlich ein ganz anderer Schuh. Das sind 2,50 Meter. Du könntest noch auf 2,75 Meter. Das, ja, das ist mehr als die doppelte Arbeitsbreite von diesem. Das ist natürlich dann eine ganz andere Nummer. Da bist du mit so einem Stück natürlich auch schneller fertig. Aber wenn du Flügen liebst, so wie ich, dann ist dir das egal. Ich mache das so auch gerne tun. Hast auch was länger vorn. Und die Arbeitsqualität ist dieselbe. Darum passt das. Wir haben den Flug bei ihm auf dem Hof, auf diesem Keil, habe ich den eingestellt. Der war ja total anders von seinem Case her. Aber er sagt selber, er ist mit seinem Case nicht das Wahre, mit dem breiten Reifen in der schmalen Furche. Er soll mal anhalten. Ob er mich umfährt? Nee, Alter. Ich muss ja nicht mein Handy noch haben. Na, wie ist das mit so einem richtigen Träger? Ungewohnt. Was? Ungewohnt. Ist doch geil, oder nicht? Ja, Flügel ist trotzdem nicht meins. Macht nichts, dafür hast du mich. Da. Aber ist doch geil, oder nicht? Hat was. Jetzt sag mal, dass dein Flug noch so kann. Freut dich das nicht? Na, irgendwo schon, aber ich mag es trotzdem nicht gerne.
Ich sag ja, besorgt uns dann den vierten Char. Wir brauchen den. Ja, bitte. Ich muss jetzt noch was für mein Handy filmen und dann löse ich die wieder ab, bis er löst. Gut. Ach hier, wir fliegen auch B4 oder 3, je nachdem. Genau wie beim Großen. Nur, dass dieser hier nicht die Hälfte zu tun hat da. Es ist ja auch derselbe Trecker wie der große. Die Regelhydraulik, das funktioniert alles gleich, das kann man alles. Kennst du einen, kennst du alle. Läuft. So. Das wird uns da tatsächlich noch dunkel bei. Naja, halben Hektar ist es noch. Und dann noch die Vorgewende. Stunde, anderthalb, dann ist es weg. Also, es gibt bestimmt Leute, die das nervt, dass das so lange dauert mit dem Dreischau. Ich finde es ganz geil. Habe ich auch mal was davon. Bestimmt nicht, wenn man jetzt 50 Hektar pflügen muss, aber für heute hatte ich richtig Spaß. Und der Trecker auch, denke ich. Der hat auch mal Spaß gehabt.